Hallo zusammen und willkommen. Kalte Füße, ein Kribbeln in den Beinen oder Schmerzen in den Waden deuten auf eine mangelnde Durchblutung hin. Auf Dauer stellen sich durch eine Minderversorgung der Glieder auch ernste Komplikationen wie Schlafstörungen, Hautverfärbungen und offene Stellen ein. Mögliche Gründe für die Entstehung dieser Beschwerden sind Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und Stress. Auch eine ungesunde Ernährung und wenig Bewegung beeinträchtigen den Blutfluss in den Beinen. Unwohlsein, arterielle Erkrankung und Beschwerden des Herz-Kreislauf-Systems können dann die Folge sein. Langfristig führt eine gestörte Durchblutung zu Schäden an den inneren Organen und Gefäßen. Auch das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko steigt. Wie du durch Ernährung, Hausmittel und verschiedene Übungen die Blutzirkulation in den Füßen förderst, zeigen dir unsere 5 Tipps für eine bessere Durchblutung. Los geht's! Nummer 1. Die richtige Körperposition unterstützt die Durchblutung. Die Beine überschlagen oder kreuzen, Haltungen wie diese stören die Durchblutung in den Beinen. Wer immer wieder bemerkt, dass er sich in einer ungesunden Position begeben hat, sollte sofort die Körperposition anpassen. Bereits nach wenigen Tagen lässt sich auf diese Weise ein Rückgang von Durchblutungsstörungen und ein besseres Wohlbefinden feststellen. Beim Sitzen am Schreibtisch sollten die Füße fest auf dem Boden gestellt sein und die Beine leicht gespreizt positioniert werden. Regelmäßiges Aufstehen fördert die Durchblutung zusätzlich und verhindert die unangenehmen Taubheitsgefühle in den Beinen. Wer Kreislaufprobleme hat, legt die Beine am besten regelmäßig hoch. 15 bis 30 cm sind optimal. Nummer 2. Die richtigen Schuhe und Kompressionsstrümpfe. Zu enge Schuhe können den Blutfluss behindern. Es empfiehlt sich, statt Spitzenschuhen oder Stöckelschuhen öfter mal bequeme Turnschuhe oder Pantoffeln zu tragen. Diese geben den Füßen den nötigen Freiraum zum Atmen und verhindern dadurch Durchblutungsstörungen. Optimal sind Schuhe mit abgerundeten Spitzen, denn damit haben auch die Zehen ausreichend Platz. Begleitend dazu helfen durchaus Kompressionsstrümpfe. Vor allem Menschen, die bereits seit längerem an Durchblutungsstörungen leiden, womöglich sogar im Zusammenhang mit einer Erkrankung, sollten die passenden Strümpfe tragen und dadurch die Durchblutung in den Beinen fördern. Geeignete Strümpfe gibt es in der Drogerie oder im Fachhandel. Wer spezielle Strümpfe benötigt, wendet sich am besten an den Hausarzt oder an einen Orthopäden. Nummer 3. Genussmittel nur noch in Maßen. Dass Zigaretten und Tabakwaren im Allgemeinen den Blutfluss beeinträchtigen, ist bekannt. Um periphere Gefäßerkrankungen und andere Komplikationen zu vermeiden, sollte das Rauchen eingestellt oder zumindest reduziert werden. Wer das nicht schafft, kann auf Nikotinpflaster oder Lutschpastillen umsteigen. Auch eine Therapie ist eine lohnenswerte Investition in die Gesundheit des Körpers. Unter fachlicher Anleitung kann nicht nur das Rauchen aufgegeben werden. Auch der Konsum von Alkohol und anderen Genussmitteln lässt sich im Rahmen einer Therapie reduzieren. Ebenso wichtig? Eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Wer bereits Durchblutungsstörungen hat, sollte gemeinsam mit einem Ernährungsberater eine Diät ausarbeiten. Dabei ist der Verzicht auf ungesunde Lebensmittel wie Fertiggerichte, Chips oder Energydrinks wichtig. Auch der Konsum von Salz sollte eingeschränkt werden. Wird begleitend dazu viel und regelmäßig Wasser getrunken, verbessert sich die Durchblutung bereits. Zusätzliche Besserungen versprechen sportliche Betätigung und die Vermeidung von Stress. Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen fördern die Durchblutung. Der Speiseplan sollte sich aus Zitronen, Orangen, Kiwis, Erdbeeren, Melonen und Co. zusammensetzen. Auch Tomaten, Spinat, Kohl und andere Gemüsesorten regulieren den Blutkreislauf. Was du vermeiden solltest? Wurst- und Fleischwaren, industriell hergestellte Backwaren und Rahm. Diese Lebensmittel enthalten viele gesättigte Fettsäuren und Stoffe, welche das Blut verdicken und dadurch die Durchblutung verschlechtern. Nummer 4. Aloe Vera verbessert die Durchblutung. Die gesunde Ernährung kann durch verschiedene Heilmittel aus der Natur unterstützt werden. Aloe Vera zum Beispiel kann entweder als Zwischenmahlzeit eingenommen oder in Form einer Salbe auf die Beine aufgetragen werden. Regelmäßige Massagen mit ätherischen Ölen haben einen ähnlichen Effekt. Es haben sich bereits Krampfadern gebildet? Tonwickel zum Beispiel lindern die Schmerzen und fördern die Blutzirkulation in den Beinen. Vergleichbar wirkt warmes Pfefferwasser. Das alte Heilmittel aktiviert die Durchblutung der Extremitäten. Nummer 5. Übungen für eine bessere Blutzirkulation. Durchblutungsstörungen in den Beinen sind oft in den Waden lokalisiert. Um die Durchblutung zu fördern, genügt es, die Beine mehrere Male zu strecken. So geht es. In sitzender Haltung ein Bein auf einen Stuhl legen, der in 30 bis 50 cm Abstand direkt vor den Beinen stehen sollte.
anschließend den Oberkörper weit nach vorne beugen, bis sich ein Spannungsgefühl bemerkbar macht. Diese Position für einige Sekunden halten und anschließend das andere Bein auf diese Weise strecken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du zu diesem Thema deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.